Mein Name ist Christoph Bieber, ich bin Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen. Hier am KAIS entwickle und erprobe ich mit dem Forschungsinkubator neue Formen interdisziplinärer Zusammenarbeit. Für den Digitaltag habe ich die Begleitung der Themenwelt Daten, Apps, KI und Corona übernommen. Das Internet. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2020 und große Mengen von Daten bestimmen unseren Alltag. Ganz besonders gilt das für die Corona-Zeit. Orts- und Bewegungsdaten sollen uns helfen, Kontakte nachzuverfolgen und die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Das Büro steht leer, stattdessen werden berufliche Dokumente und Daten im Homeoffice bearbeitet. Telefon- und Videokonferenzen ersetzen das Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen oder das Meeting mit den Geschäftspartnern. Schülerinnen und Schüler erhalten ihre Hausaufgaben per E-Mail oder laden sich die digitalen Übungsblätter von einer Lernplattform herunter. Mehr denn je ist Schule die Vorbereitung auf die Universität. Der Alltag bei den Studierenden sieht ganz ähnlich aus. Doch nicht nur im schulischen und beruflichen Umfeld gewinnen Daten und deren Übermittlung eine neue Bedeutung. Im Lockdown findet auch die private Kommunikation vor allem als Datenaustausch statt. Ob als Podcast von Enkeln für Großeltern, wie von der Kanzlerin empfohlen, als digitale Sportstunde oder als Videokonferenz mit Telebier, der Umgang mit Daten formt und bestimmt den Alltag der Corona-Krise. Einige Aspekte dieser neuen Datenorientierung stehen nun im Mittelpunkt unserer zweiten Themenwelt. In seinem Eröffnungsstatement skizziert Minister Andreas Pinkwart den Zusammenhang von Digitalisierung und Pandemie. Mit Wulf Papst, dem Referatsleiter Strategische Kommunikation und Planung im Digitalministerium, sprechen wir über einige Bausteine der NRW-Digitalstrategie. Anschließend diskutieren wir mit dem Informatiker Thorsten Holz über Tracing-Apps zur Nachverfolgung von Infektionen. Hanna Rüschemeyer kommentiert die Einführung der Apps aus juristischer Perspektive. Der Start-up-Gründer Markus Hertlein berichtet aus dem Alltag eines Softwareentwicklers, der die Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Gesundheitswesen erleichtern will. Pero Dosenovic gibt einen kurzen Blick in die laufende Forschungsarbeit am KAIS-Projekt Meinungsmonitor Künstliche Intelligenz. Die Beiträge widmen sich aus unterschiedlichen Perspektiven dem Datenalltag in der Corona-Krise. Sie vermitteln ein erstes Bild über Strategien in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Und sie zeigen, wie in der Krise Neues entstehen kann. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe digital interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich freue mich sehr, dass ich hier zu Ihnen sprechen darf, zu der ja sicherlich spannenden Frage, wie die Pandemie auch die Digitalisierung in unserem Land verändert. Und hier kann man tatsächlich sagen, bei allem, was wir auch an Nachteilen leider erfahren müssen als Gesellschaft durch diese schreckliche Pandemie, sie ist für die Digitalisierung sicherlich ein Beschleuniger, weil sie es in vielfältigen Bereichen auch erforderlich erscheinen lässt, dass wir auf digitale Instrumente noch viel stärker zurückgreifen, als wir es vor der Pandemie gemacht haben. Und auch diejenigen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die vorher vielleicht etwas zögerlich waren, sind jetzt auch vielleicht aus der Not geboren heraus doch viel offener den neuen Medien gegenüber, nutzen das sehr gerne und was für mich auch wichtig ist, querbeet durch alle Altersgruppen. Und das ist auch ganz wichtig, weil wir aufpassen müssen, dass wir bei der Digitalisierung keine Spaltung der Gesellschaft in der Form haben, dass nur die Jüngeren etwa daran teilnehmen und die Älteren nicht, sondern schon vor der Pandemie haben wir gesehen, dass das auf ein breiteres Interesse stoßen kann, wenn es gut sich vermittelt. Und gerade jetzt in dieser Phase der Pandemie sehe ich, dass sich alle Bevölkerungsgruppen noch viel stärker für das Thema interessieren. Und das hat sicherlich etwas Gutes, weil wir dann auch auf einem ganz anderen Wissens- und Kompetenzstand und hoffentlich auch technologischen Stand aufbauen, uns dann nach der Pandemie auch mit dem Thema Digitalisierung auch noch viel souveräner austauschen können und bewegen können. Wir brauchen natürlich dafür auch Voraussetzungen. Wir brauchen die digitale Infrastruktur. Das ist für uns in Nordrhein-Westfalen ein ganz großes Thema. Wir wollen die Schulen, die Gewerbegebiete bis 2022 gigabitfähig gemacht haben. Wir wollen alle Haushalte in den nächsten Jahren auch ein noch leistungsfähigeres Netz bringen. Dazu gehört auch der Mobilfunkausbau. Hier haben wir einen Mobilfunkpakt,
der schon in den letzten 2 Jahren dazu geführt hat, dass die Infrastruktur im Vergleich der anderen Bundesländer deutlich verbessert werden konnte. Aber wir haben immer noch zu viele weiße Flecken, die wir auf jeden Fall Funklöcher noch schließen wollen und müssen, damit es auch einfach funktioniert. Darüber hinaus geht es aber eben auch um Content. Es geht um Content und Kompetenz und kluge digitale Köpfe. Wir müssen in die digitale Bildung weiter investieren. Gerade die Schulen sind von zentraler Bedeutung. Hier hat meine Kollegin Yvonne Gebauer große Anstrengungen auch unternommen, dass wir die Schülerinnen und Schüler besser ausstatten, technisch, aber auch inhaltlich und die Lehrerinnen und Lehrer in gleicher Weise. Ich möchte mich auch bedanken dafür, dass wirklich in den letzten Monaten dort viel gelungen ist. Zum Teil noch improvisiert, aber doch mit großer Begeisterung von allen Beteiligten. Und das wollen wir jetzt natürlich noch weiter professionalisieren und vorantreiben. Die Hochschulen haben ihr ganzes Sommersemester auf digitaler Basis auch wirklich hervorragend jetzt umgesetzt. Das ist ein großer Sprung. Wir wollen natürlich weitere Entwicklungen vorantreiben. Wir stellen zusätzliches Geld bereit, auch im Rahmen der digitalen Landesverwaltung, der Digitalisierung auch der kommunalen Dienstleistungen und auch die Schulen und Hochschulen auf ihrer Verwaltungsseite bis hin zur Ausstellung digitaler Zeugnisse werden in den nächsten Jahren auch dort weitere Fortschritte erzielen, damit wir wirklich konsistent sind, damit wir wirklich papierlos durchgehen, auch arbeiten können. All das sind große Projekte, die wir im Rahmen unserer Digitalstrategie angelegt haben, der wir jetzt noch einmal zusätzliche Impulse auch geben können. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass Nordrhein-Westfalen in allen Bereichen unseres täglichen Lebens, auch im Bereich digitaler Gesundheit etwa oder im Bereich der Mobilität, gestärkt aus dieser schwierigen Lage hervorgehen können, wenn wir die Digitalisierung mit Sinn und Verstand und auch nach ethisch verantwortlichen Grundsätzen beherzt und gemeinsam weiterentwickeln. In seinem Statement zur Rolle der Digitalisierung bei der Bewältigung der Corona-Krise hat Minister Pinkwart zahlreiche Aspekte betont. Ganz wichtig sind die digitale Wirtschaft und deren Zukunft, der Ausbau der digitalen Infrastruktur und natürlich auch Bildungsfragen. In der seit 2018 entwickelten Digitalstrategie NRW hat die Landesregierung Projekte und Maßnahmen aus allen Ressorts zusammengetragen und daraus ein integriertes Konzept entwickelt. Ich spreche dazu nun mit Wulf Papst. Er ist Referatsleiter Strategische Planung und Kommunikation im Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie in Düsseldorf. Hallo, Herr Papst. Ja, hallo, Herr Professor Bieber. Herr Papst, der Minister Pinkwart hat im Video schon gesagt, überall im Land haben die Menschen auf die Corona-Pandemie reagiert und für viele hilft die Digitalisierung dabei, den veränderten Alltag auch zu bewältigen. Wie sieht das denn im Ministerium aus? Arbeiten Sie auch mehr aus dem Homeoffice und finden Besprechungen und Meetings jetzt im virtuellen Raum statt? Ja, also wie Sie sehen, aktuell bin ich hier an meinem Arbeitsplatz im Ministerium in Düsseldorf. Aber das war in den vergangenen Wochen auch anders. Wir haben sehr davon profitiert, dass wir auch digitales Modellministerium sind. Und deswegen alle Kolleginnen und Kollegen hier auch mit Laptops, mobilen Endgeräten ausgestattet waren, auch Einwahlzugängen. Und insofern konnten wir da sehr schnell umstellen und haben dann auch sehr lange fast ausschließlich und fast alle wirklich von zu Hause gearbeitet. Auch die Landesregierung insgesamt hat da die Zugänge und die Ausstattung innerhalb kurzer Zeit verbessert und vergrößert, sodass da auch in den anderen Häusern ganz viele Kolleginnen schnell wechseln konnten. Und ja, wir haben damit positive Erfahrungen gemacht und ich denke, vieles davon wird auch bleiben. Also auch wenn ich jetzt wieder mal im Büro bin, wird es bei uns allen so sein, dass wir auch mit Sicherheit verstärkt in Zukunft die mobile Arbeit nutzen werden, weil es einfach viele Vorteile hat und flexibler ist. Und diese digitalen Statements, so wie wir gerade eins gesehen haben, ist das mittlerweile schon ein integraler Bestandteil des Ministers? Er ist ja immer auf vielen Veranstaltungen unterwegs gewesen. Und das geht ja wahrscheinlich auch für eine ganze Weile noch gar nicht. Ja, das haben wir schon relativ früh begonnen, dass wir auch angeboten haben. Der Kalender des Ministers ist ja immer gut gefüllt. Und da kann er nicht überall sein. Da haben wir auch immer schon gerne Video-Statements angeboten. Und er macht es auch gerne. Jetzt in der Corona-Zeit hat das nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen, weil vieles abgesagt wurde. Aber
auch zahlreiche Veranstaltungen dann eben virtuell ausgerichtet wurden. Und wir haben deswegen auch jetzt verstärkt Video-Statements aufgenommen und geliefert. Und ja, das kommt ganz gut an. Und natürlich ist es auch so möglich, einfach bei viel mehr Veranstaltungen präsent zu sein und auch ein Stück weit in den Dialog zu kommen, jetzt über das Video-Statement selbst nicht, aber so wie wir das jetzt tun, eben im Anschluss und im Zusammenhang damit, kann dann auch Dialog entstehen. Wir haben gerade den Satz gehört, die Pandemie funktioniert wie ein Beschleuniger für die Digitalisierung. Was heißt das denn jetzt für die Digitalstrategie? Müssen die Projekte jetzt schneller umgesetzt werden oder wie beeinflusst die veränderte Situation auch die Planung in Ihrer Arbeit in den nächsten Monaten? Ja, also zum einen gibt es auch ganz konkrete Projekte, die einfach jetzt früher umgesetzt wurden, die vorgezogen wurden. Zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitsministerium haben das virtuelle Krankenhaus jetzt vorgezogen, schneller an den Start gebracht und konnten das auch schon erfolgreich jetzt im Rahmen der Pandemie nutzen, die neuen Möglichkeiten, die es da gab, eben virtuell zusammenzuarbeiten. Aber wir werden sicherlich auch sehen, dass es an anderen Stellen der Digitalstrategie jetzt nochmal einen Änderungsbedarf gibt, einfach durch die Erfahrungen auch, die jetzt mit der Corona-Pandemie gemacht wurden. Da werden wir sicherlich Änderungen auch noch einbauen, die dann auf die Erfahrung zurückgehen. Wir haben sowieso vor, die Strategie im nächsten Jahr fortzuschreiben. Und ich denke, das passt auch ganz gut jetzt in die Zeit. Das ist dann noch ein bisschen Abstand. Also manches machen wir jetzt ad hoc, manches wird sicherlich jetzt spontan auch in der Verantwortung der Häuser vorgezogen. Aber um daraus nochmal zu lernen, auch mit ein bisschen Abstand vielleicht zu gucken, was war jetzt improvisiert, was kann man professionalisieren, was sind aber auch wertvolle Impulse, die wir jetzt bekommen haben, Schwung bekommen haben für die Digitalisierung und wo hakt es vielleicht auch noch mit der digitalen Transformation, denn nicht alles, was jetzt digital improvisiert wurde, ist ja auch echte digitale Transformation. Also diese ganzen Fragen, ich glaube, die können wir dann mit ein bisschen Abstand im nächsten Jahr für die Fortschreibung auch sehr gut aufnehmen und daraus lernen. Es war ja auch bisher so, dass sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen konnten an verschiedenen Formaten in der Digitalstrategie. Ich denke ja mal, daran wird man auch festhalten. Und Herr Minister Pinkwart hat gerade darauf hingewiesen, dass ja viele Menschen sich in der Krise auf einen neuen technologischen Stand gebracht haben. Denken Sie, das wirkt sich auch auf das Beteiligungsverhalten aus? Ja, das wäre natürlich zu hoffen. Also darauf setzen wir und das wünschen wir uns natürlich. Ich glaube, was man gesehen hat jetzt auch in den letzten Wochen und was vielleicht auch mit dem einen oder anderen nochmal klarer geworden ist, ist, dass Digitalisierung eben kein Nice-to-have ist. Das ist nichts, was man sozusagen mal dann angehen sollte, wenn man gerade Zeit dafür hat. Das ist, glaube ich, auch vielen Unternehmen klar geworden in der Krise, die vielleicht noch nicht so weit waren. Andere waren ja auch schon gut aufgestellt und konnten prima reagieren, aber manche haben da jetzt auch wirklich improvisieren müssen. Und bei Bürgerinnen und Bürgern genauso. Also wenn wir auch über unsere digitale Ausstattung nachdenken, die Anbindung, an der wir ja auch hart arbeiten, dass wir Gigabit-Netze auch ausrollen in Nordrhein-Westfalen, die Mobilfunkversorgung verbessern, andere Themen. Also das sind alles wirklich wirklich wichtige Themen, die dann in solchen Krisenzeiten natürlich nochmal viel breiter auch wahrgenommen werden als digitale Grundversorgung. Und deswegen hoffe ich halt auch auf ein vielleicht stärkeres Interesse daran, was mit den Digitalthemen in Zukunft geschieht und wie wir uns da als Land auch aufstellen müssen. Und wir wollen auf jeden Fall versuchen, auch diesen Schwung und vielleicht diesen Bedeutungsgewinn, wenn man es mal positiv formuliert, der Digitalthemen dann zu nutzen, um auch zu motivieren, sich weiter an der Digitalstrategie zu beteiligen. Sehr gut. Ja, es ist in der Tat ein bisschen schade, dass es sowas wie eine Pandemie braucht, um diesen Status der Digitalisierung als nicht nur nice to have mal zu verändern. Ich glaube, das ist wirklich was gerade viele Menschen, die schon länger mit dem Thema arbeiten, sich dann im Nachhinein eigentlich gewünscht haben. Aber es ist wirklich bedauerlich, dass es dann einen solchen Schockeffekt quasi von außen benötigt. An einer anderen Stelle im Video hieß es Content, Kompetenz und kluge Köpfe. Das ist nicht nur eine schöne Alliteration, sondern das verweist ja auch auf den nicht technischen Gehalt
der Digitalisierung als Thema. Also es geht nicht nur um fancy Geräte und gute Infrastruktur, sondern es kommt tatsächlich auch auf die Nutzung und die Medienkompetenz an. Das haben wir, denke ich, vor allen Dingen im Bereich Bildung und Ausbildung ja deutlich gesehen in den letzten Wochen und Monaten. Ist das vielleicht der Anlass für eine stärkere Kooperation auch noch zwischen den einzelnen Ressorts, also an der Stelle vielleicht besonders auch mit dem Schulministerium? Ja, unbedingt. Also natürlich, wir sind da auf Arbeitsebene und Leitungsebene auch intensiv im Gespräch und im Austausch. Die Staatssekretäre haben zusammen in allen Regierungsbezirken Veranstaltungen zur Digitaloffensive gemacht. Also da gibt es schon auch eine enge Verbindung. Aber nicht zufällig ist ja dieser Punkt, auch gerade die Ausstattung der Schulen, die Digitalisierung der Schulen, auch ein Punkt, den Minister Pinkwart kürzlich vorgestellt hat, gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten, als einer der Punkte auch für ein mögliches Konjunkturprogramm, die er dort vorgeschlagen hat, dass man hier nochmal auch investiert. Der Bund hat das auch erkannt und hat nochmal nachgelegt, auch beim Digitalpakt für die Schulen. Und wir wollen das natürlich in Nordrhein-Westfalen auch flankieren. Das Schulministerium hat da auch eine Menge auf den Weg gebracht, schon mit Logineo, der digitalen Plattform, die Schulen nutzen können, die auch jetzt für die Schüler ausgerollt wird und die auch weiter erweitert werden soll. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall erkannt und daran wird auch hart gearbeitet, aber das ist ein ganz zentraler Bereich. Aus zwei Gründen. Aus einem, natürlich, wir haben gesehen, es schafft eine gewisse Resilienz, wenn wir an die Schulschließungen denken, aber eben auch unabhängig davon, wie wir gerade schon diskutiert haben, ist die Digitalisierung einfach als Thema für die Schulen besonders wichtig. Kommen wir von Schulen und Ausbildung vielleicht nochmal einen Schritt weiter in Richtung der Hochschulen. Das KAIS ist, wenn man so will, ja ein Forschungszentrum in Gründung. Denken Sie denn, dass auch der Bereich der Digitalisierungsforschung jetzt nochmal stärker gefordert ist? Oder sehen Sie schon jetzt so ein bisschen an den Entwicklungen aus den letzten Wochen, in welche Richtung das geht? Also welche Themen, welche Gegenstände sind da besonders wichtig und müssen beobachtet werden? Also das glaube ich unbedingt und da erhoffe ich mir auch ganz viel von Ihnen und wünsche mir ganz viel von Ihnen an Impulsen, die dann sicherlich auch die Digitalstrategie nochmal weiterbringen können. Denn es stellen sich doch eine Unmenge von sehr spannenden Fragen jetzt. Wir haben zu Beginn über die mobile Arbeit gesprochen und die Veränderung der Arbeitswelt war sowieso schon ein großes Thema im Zuge der Digitalisierung. Das hat jetzt nochmal eine ganz andere Dimension bekommen nach den Erfahrungen auch durch Corona. Was bedeutet das? Wie müssen wir unsere Arbeitsweise, unser Zusammenarbeiten, unsere Kommunikation da auch ändern? Das sind spannende Fragen. Was macht das auch mit Gesellschaft, wenn wir auf einmal digitaler kommunizieren? Es ist ja nicht nur der Inhalt, es ist ja auch das Menschliche. Was verändert das im Zusammenleben auch der Menschen, der Gesellschaft, von Kindern, die vielleicht ihre Freunde jetzt digital nur sehen konnten. Also ich denke, da gibt es ganz viele Fragen und die passen auch sehr gut zu unserer Digitalstrategie, die ja auch betont hat, schon im Entwurf haben wir das geschrieben, wir wollen Digitalisierung von verschiedenen Dimensionen sehen und nicht nur eine technische, eine ökonomische, sondern wir wollen auch eine gesellschaftliche, wir wollen auch eine ethische Dimension in den Blick nehmen. Und ich glaube, dabei kann das KAIS uns ja auch sehr weiterhelfen mit Impulsen für die gesamte Gesellschaft und die Digitalisierung, indem sie uns Einschätzungen und Antworten geben auf solche wichtigen Fragen und uns dabei helfen, eben auch wirklich den Menschen bei Digitalisierung da in den Mittelpunkt zu stellen. Auch das ist da ein so Schlüsselsatz aus unserer Digitalstrategie. Und ich glaube, da passen die Fragen, mit denen Sie sich befassen, auch ganz hervorragend dazu. Und ich hoffe, dass wir da weiter auch einen sehr guten Austausch haben. Das hoffen wir auch. Nehmen wir das als schönes Schlusswort. Wunderbar. Ganz vielen Dank, Herr Papst. Vielen Dank nach Düsseldorf. Danke Ihnen. Über die Nutzung von Internetdaten und digitalen Hilfsprogrammen gibt es seit einer ganzen Weile jetzt schon eine recht lebhafte Debatte. Der Gesundheitsminister wollte erstmal mit GPS-Daten arbeiten, Bewegungsprofile auswerten und mit der Zeit ist dann eine Diskussion über sogenannte Tracing-Apps entstanden.
Darüber möchte ich nun sprechen mit Thorsten Holz. Er arbeitet als Informatiker am Horst-Görz-Institut der Ruhr-Universität Bochum, beschäftigt sich vor allen Dingen mit Fragen zu IT-Sicherheit und ich bin gespannt, was er zum Thema zu sagen hat. Guten Morgen, Thorsten. Guten Morgen, Christoph. Die heiße Phase der Diskussion um die Einführung der Corona-App liegt jetzt schon ein paar Wochen zurück. Es ist ein bisschen ruhiger geworden zuletzt. Was ist denn der aktuelle Stand, was die Entwicklung der App angeht? Ich denke, Deutschland ist auf einem guten Weg zu einer offiziellen Corona-App. Es gibt mit der SAP und der Telekom mittlerweile zwei Firmen, die beauftragt sind, das Ganze umzusetzen. Dabei gibt es auch schon die ersten Dokumente, die öffentlich verfügbar sind. Der erste Source-Code ist auch öffentlich verfügbar. Also man hat wirklich jetzt die ersten Schritte gemacht. Und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass jetzt im Laufe des Junis auch die App komplett verfügbar sein wird. Es gibt mittlerweile schon die ersten Screenshots. Man kann sich anschauen, wie das aussehen wird. Und ich denke, jetzt geht es darum, das relativ schnell und eben zeitnah umzusetzen, damit die App bald endlich auch komplett verfügbar sein wird. Ich glaube, bei vielen Bürgerinnen und Bürgern ist diese Frage oder Diskussion hängen geblieben, ob man eine zentrale Lösung oder eine dezentrale Lösung bevorzugen soll. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen ausführen, was damit genau gemeint ist. Ja, ich glaube, dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar auf der einen Seite gibt es eben eine zentrale Lösung. Das heißt, ich habe irgendwo einen zentralen Server, der macht dann die Auswertung quasi, wer hat wann mit wem Kontakt gehabt, beziehungsweise wenn man einen Infizierten gefunden hat, dann muss man oder würde dieser sich melden und dann würden eben die Daten von dieser Person eben an zentralen Server geschickt werden. Dort würde die Auswertung gemacht werden und dann würden andere potenzielle Kontakte benachrichtigt werden. Aus Datenschutz und auch von Datensicherheitssicht ist es allerdings besser, wenn man eine dezentrale Lösung macht. Das heißt, jedes Handy sammelt die Kontaktdaten. Das heißt, eben dort werden alle relevanten Informationen dezentral auf dem Handy eines Nutzers gesammelt. Dort werden die ganzen Berechnungen durchgeführt. Und so kann eben auch jeder Nutzer selber feststellen, ob er in Kontakt mit einem potenziell Infizierten war oder nicht. Es ist also prinzipiell einerseits eine Philosophiefrage. Möchte man eine zentrale Datenbank haben, in der man Daten sammelt und die Datenauswertung macht? Oder eben das, was aus Datenschutzsicht eben der bessere Weg ist, dass man sagt, man macht das Ganze dezentral, dass also quasi jeder Nutzer sammelt die Daten und macht auch lokal die Berechnungen, dass auch jeder komplett die Kontrolle über seine Daten hat. Und das ist dann auch der Ansatz, der im Endeffekt für Deutschland entschieden wurde oder auch andere europäische Länder wie die Schweiz, Österreich oder jetzt auch Schritt für Schritt alle anderen haben sich auch für eine solche dezentrale Lösung entschieden, weil sie zum einen eben, wie gesagt, aus Datenschutz- und Datensicherheitsgründen besser ist und andererseits eben auch von der Industrie, also vor allem von Google und von Apple, favorisiert wird, dass man also dort auch eine Unterstützung von den Herstellern der Betriebssysteme und der Handys auch hat. Also man muss dann auch als Anbieter solcher Apps auch schon ein bisschen auf die Entwicklung bei den großen Konzernen achten, die sicher dann, was sicher auch eine Rolle spielt, wenn es darum geht, wie gut diese Apps funktionieren können. Genau, das war eben vor allem bei Apple-Geräten eins der Probleme. Und zwar hat Apple da eben gewisse Standards, wann eben Bluetooth benutzt werden kann. Also vor allem, wann eben jetzt diese zufälligen IDs eben rausgeschickt werden. Und auf Apple-Geräten hatte man dann immer das Problem, dass eben Apple nicht erlaubt hat, dass eben eine App im Hintergrund eben diese Art von Kommunikation macht. Und insofern hätte eine zentrale Lösung, wie sie eben am Anfang in Deutschland auch entwickelt wurde, wahrscheinlich keine Chance in der Praxis gehabt, weil die einfach sehr impraktikabel ist, in dem Sinne, dass sie hätte immer im Vordergrund laufen müssen und jetzt erst durch die Unterstützung von Apple, dass also auch dort die entsprechenden Schnittstellen geschaffen sind und Google hat das entsprechend auch umgesetzt, kann man jetzt eben eine solche Contact-Tracing-App doch deutlich effizienter umsetzen. Und insofern war es, glaube ich, auch der richtige Schritt, auch in Deutschland auf so eine dezentrale Lösung zu wechseln. Ja, das ist ja ganz interessant. Also man liest ja dann auch immer, dass gerade die öffentlichen Stellen und die Gesundheitsämter zum Beispiel eher das Interesse haben an einer zentralen Lösung, einfach weil man dann vielleicht besser auf die Daten zugreifen kann und sie vielleicht auch besser auswerten kann, wenn es darum geht, dann sowas wie größere Ausbrüche oder Infektionsherde auszumachen. Aber das ist dann schon so ein Feature der Technik, dass man sagt, dezentral funktioniert auch besser und ist in der Praxis besser umzusetzen. Ja, auf jeden Fall, weil eben
Die ganze Erfahrung hat gezeigt, sobald man anfängt, eben große Datenbanken aufzubauen, in denen zentral viele Daten gesammelt werden, sind diese Datenbanken ein lukratives Ziel für Angreifer. Die Vergangenheit hat auch gezeigt, dass eben solche Datenbanken einfach nicht sicher betrieben werden können. Es gab viele Vorfälle in der Vergangenheit, wo zum Beispiel viele 100 Millionen Passwörter gestohlen wurden von diversen Betreibern. Und insofern ist eben so ein dezentraler Ansatz aus Datenschutzsicht eben besser, weil die Daten sind eben nicht an einer zentralen Stelle gesammelt, sondern jedes Handy in Deutschland würde dann eben dezentral die Daten sammeln, Daten verarbeiten. Aber natürlich gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, den Austausch mit Gesundheitsämtern oder dem RKI, weil die klassischen Kommunikationswege über Gesundheitsämter und alles, das funktioniert ja weiterhin. Weil man muss eben auch im Hinterkopf behalten, eine Corona-Tracing-App ist kein Allheilmittel. Es ist einfach nur ein Baustein und das Wichtigste, und das hat auch die Erfahrung in anderen Ländern gezeigt, ist eben die manuelle Kontaktverfolgung. Das ist also das, was jetzt momentan die Gesundheitsämter machen, dass sie also schauen, mit welchen Personen hat eben die Person Kontakt gehabt. Das ist eben etwas, was wir in Zukunft auch benötigen. Und eine App ist einfach nur ein weiterer Baustein, die hilft einfach, weitere Informationen zu sammeln. Aber diese manuelle Kontaktverfolgung ist eben das, was wir in Zukunft auch immer noch als das wichtigste Hilfsmittel benötigen. Ich glaube, da zeigt sich dann ja auch, dass man durch die Krise nur gemeinsam durchkommt. Das hatte die Kanzlerin auch gesagt. Das setzt sich dann also auch im Digitalen fort. Und es ist auch dann tatsächlich der Verantwortung des Einzelnen ja so ein bisschen überlassen, sich auch an einem solchen Verfahren zu beteiligen. Ich denke ja mal, die App macht vor allen Dingen dann Sinn, wenn auch möglichst viele Menschen die App installieren. Auf jeden Fall. Also hier ist eben auf jeden Fall das Motto, mehr hilft mehr. Also je mehr Personen wir davon überzeugen können, eine solche App zu installieren, desto präziser wird sie, desto einfacher kann eben eine Kontaktverfolgung effektiv umgesetzt werden, weil entsprechend es hilft vor allem, wenn einfach jeder, der einfach dann unterwegs ist, eben diese App hat, um einfach zu ermöglichen, dass eine Kontaktverfolgung umgesetzt werden kann, dass also möglichst viele Handys eben sehen, mit welchen anderen Handys waren sie über einen gewissen Zeitraum in Kontakt. Insofern können wir einfach nur empfehlen, diese App zu installieren, um eben entsprechend dafür zu sorgen, dass diese ganze digitale Kontaktverfolgung präzise funktioniert und, wie auch eben schon gesagt, der menschliche Weg, also dass eben Gesundheitsämter manuell eine Kontaktverfolgung durchführen, wird das Ganze eben ergänzen. Also es ist quasi eine Symbiose von beidem. Mhm. Jetzt habe ich noch mal eine Frage. So mit fortschreitendem Entwicklungsprozess konnte man auch lesen, dass Teile des Quellcodes und Dokumentationen zum Programm öffentlich einsehbar sind und dass das offensichtlich auch schon ganz viele Menschen, die davon etwas verstehen, sich auch angeschaut haben. Ist das ein typischer Prozess für solche Entwicklungen? Gerade bei einer solchen App, die doch sehr viel Vertrauen in die Technik voraussetzt, ist es, denke ich, sehr wichtig, dass eben auch unabhängige Stellen Datenschutz und Datensicherheit überprüfen können. Deshalb war es eben auch eine Forderung von vielen oder von uns unter anderem, dass man sagt eben, es muss möglich sein, eben zu sehen, was wird umgesetzt. Und insofern hat sich das Konsortium, also die SAP und Telekom, auch dafür entschieden, den ganzen Quellcode verfügbar zu machen. Die Designdokumente wurden verfügbar gemacht. Es gibt eben mittlerweile die ersten Screenshots, dass man eben auch sieht, wie das Ganze später aussehen wird. Und vor allem ist eben das Commitment da, dass eben auch der ganze Code öffentlich verfügbar sein wird. Das hat vor allem eben den Hintergrund, dass unabhängige Stellen eben überprüfen können, macht die App genau das, was sie eigentlich tun sollte? Wie werden die Daten intern verarbeitet? Was wird gespeichert? Was wird dann versendet? Sodass eben auch andere Stellen unabhängig prüfen können, ob das alles korrekt ist. Und ich denke, das steigert das Vertrauen deutlich, weil so eben nicht vertraut werden muss, dass die Telekom und SAP das korrekt umsetzen, sondern auch noch andere unabhängige Stellen können das eben entsprechend testen, können ihr Feedback geben und können generell oder können gemeinsam dafür sorgen, dass im Endeffekt das Vertrauen in diese App gestärkt wird. Es war zu lesen, dass das irgendwie mehrere 10.000 Menschen sich angeschaut haben. Wer macht sowas? Schickt ihr da Studierende hin, dass die sich das angucken müssen? Sind das Interessenten vielleicht auch aus dem Ausland oder aus anderen Ländern, wo man auch über sowas nachdenkt? Kann man dazu was sagen? Also ich denke, das ist so, ich würde sagen, so die interessierte Fachöffentlichkeit. Also werden wahrscheinlich viele Informatiker sein, viele Personen, die sich jetzt für Privatsphäre oder generell Datenschutz einsetzen
oder eben auch für IT-Sicherheit, sodass wir, also wir zwingen unsere Studenten oder Studentinnen natürlich nicht sowas zu machen, aber ich denke auch von uns gibt es genug Personen, die das eben spannend finden, einfach mal zu schauen, was wird eigentlich intern umgesetzt, wie funktionieren diese Protokolle, was wird wie gespeichert. Also insofern, glaube ich, die interessierte Fachöffentlichkeit, die dann quasi eine weitere Stelle ist, die einfach mal prüft. Und darüber hinaus gibt es eben auch einen sehr guten Austausch mit den Nachbarländern, gerade in der Schweiz oder Österreich. Die sind vielleicht 1, 2, 3 Wochen vor uns. Dort gibt es eben eine App, die nach einem sehr, sehr ähnlichen Modell entwickelt wird, das gleiche Protokoll nutzt. Und auch dort gibt es den Code jeweils öffentlich verfügbar. Und ich denke, auch dort ist es eben hilfreich, wenn man sich austauscht, weil es eben durchaus ein sehr komplexes Protokoll, was man jetzt umsetzt innerhalb von sehr kurzer Zeit. Und gerade wenn man komplexe Systeme baut unter Zeitdruck, können natürlich Fehler passieren. Und eben jetzt sind eben Mechanismen geschaffen, um einfach zu ermöglichen, dass eben Fehler auch möglichst früh auch entdeckt werden können. Jetzt habe ich noch eine Frage. Gerade in den letzten Wochen hat man aus den Arbeiten der Virologen herausgehört, dass sich so ein bisschen was verändert hat, was die Weitergabe des Virus angeht und dass man auch in der Weiterverfolgung jetzt so ein bisschen schwenkt weg von, wir wollen alle Infizierten irgendwie erfassen, sondern ist eigentlich besonders wichtig, Clusterausbrüche zu erfassen. Da müsste man dann aber ja wahrscheinlich wissen, wo das passiert ist und zu welcher Zeit. Weiß die App sowas dann auch? Weil diese Datenschutzkomponente ist ja jetzt recht stark gewichtet und man sagt, das wird anonymisiert aufgezeichnet. Kann man das im Zweifel dann noch ändern oder wäre es trotzdem auch möglich, zu sagen, okay, ich habe hier Fälle, die lassen sich an einen bestimmten Ort, an eine bestimmte Zeit zurückverfolgen? Also man muss da gar nichts ändern, sondern so eine App kann genau so etwas unterstützen. Und zwar die App ist ja genau so gebaut, dass sie quasi periodisch, also alle paar Minuten einfach eine neue ID verschickt. Alle anderen Handys empfangen diese IDs und dann kann man eben aus dem Bluetooth-Signal eben berechnen, wie weit entfernt war die andere Person vermutlich. Sodass man dann eben entsprechend auch jetzt bei einer größeren Gruppe, wenn zum Beispiel 100 Personen zusammenkommen, dass man dann eben auch weiß, okay, mit welchen Personen habe ich denn einen Abstand von unter 2 oder vielleicht unter 3 Metern gehabt. Und wenn sich dann eben herausstellt, dass eben eine dieser Personen infiziert war, würde genau die App mir Bescheid sagen, dass ich wahrscheinlich entweder mich testen lasse oder provisorisch schon mal prophylaktisch schon mal in Quarantäne gehen muss. Und insofern ist das genau ein schöner Use Case für die App, dass man also genau technisch nachvollziehen kann, wer war denn potenziell in der Nähe. Und gerade bei solchen Events hilft auch der Datenschutz, weil eben im Endeffekt, es werden keine persönlichen Daten übertragen, alles ist nur Pseudonyme. Es wird auch bei der Verarbeitung darauf geschaut, dass eben keine persönlichen Daten irgendwie weitergegeben werden, weil eben jedes Handy lokal bei sich die Berechnung durchführt. Also insofern ist das genau ein schöner Anwendungsfall, eben, dass eine App einem hilft, einfach festzustellen, was ist eigentlich genau technisch passiert, mit wem war ich überhaupt in Kontakt. Okay. Ja, das klingt so, als müsste man demnächst dann mal in einem der einschlägigen App-Stores vorbeischauen und gucken, ob die App da ist. Das wird vermutlich noch im Laufe des Juni sein, glaube ich. Das waren die Ankündigungen, meine ich. Ne? Genau. Zunächst sollte die App am 11. Juni veröffentlicht werden. Der Termin kann allerdings dann nicht mehr gehalten werden. Aber mittlerweile heißt es eben, Ende Juni soll die App verfügbar sein. Also ich denke, fast pünktlich zum Digitaltag werden wir sie installieren können bei uns. Super, ja, ganz vielen Dank, das war sehr spannend. Dann weiterhin frohes Forschen im digitalen Semester. Dankeschön. Corona-Apps sind in aller Munde und nicht nur die Bundesregierung möchte gerne so eine Anwendung auf den Weg bringen und auf die Smartphones der Bundesbürger. Man muss dabei nicht nur auf die ganz großen Player wie die Telekom oder SAP schauen, auch im Ruhrgebiet wird an Softwarelösungen getüftelt, die in diese Richtung zielen. Ich bin verbunden mit Markus Hertlein, er ist einer der Gründer und Geschäftsführer von Xeinsys, einem Startup aus Gelsenkirchen. Hallo Markus. Hallo Christoph.
Ihr seid mit eurem Startup eigentlich angetreten, um das Passwort überflüssig zu machen, erinnere ich mich, und bessere Sicherheitskonzepte für InternetnutzerInnen zu entwickeln. Wo kam die Idee her, eine Corona-App zu entwickeln? Ja, ganz genau. Erstmal ist es richtig. Also mit Xensis haben wir die Vision, das Passwort abzuschaffen, sind aber ganz stark vertreten im Bereich von E-Government und haben dort das Thema sichere Bürgerkommunikation. Und als das mit der Corona-Krise dann losging, haben wir gemerkt, bei den ganzen Kommunen hapert es ein bisschen. Eigentlich sind alle Kommunen auf Anhieb überlastet gewesen. Also egal, ob die größeren Städte, ob die Kreise. Und dort haben wir überlegt, okay, wie können wir in der jetzigen Krise mit unserer Technologie helfen, um ja die Corona-Situation ein bisschen entspannter zu machen für die Kommunen, aber natürlich dann auch für den Bürger. Und da haben wir uns überlegt, okay, wenn wir schon im Bereich sichere Kommunikation, also ne, mit sicheren digitalen Identitäten, keine Passwörter in der Kommunikation, starke Verschlüsselung in der Lage sind, solche Systeme aufzubauen und das vorher auch schon im Bereich vom E-Government beispielsweise für Gelsenkirchen und Aachen gemacht haben, da haben wir uns überlegt, okay, wie können wir basierend auf dieser Technologie eigentlich die Kommunen unterstützen? Und so sind wir zur Corona-App Flatcraft gekommen. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Ihr sagt dann quasi von heute auf morgen, wir machen jetzt mal was anderes, stellt ein Team zusammen oder ist das so ein kompletter Community-Effort und alle arbeiten jetzt gleich in die Richtung? Wie habt ihr das organisiert? Genau, wir haben uns selbst die Frage gestellt, wie können wir jetzt losarbeiten? Also wie können wir auch langfristig gesehen wieder Geld verdienen? Also auch bei uns sind halt Verkäufe weggefallen. Und da haben wir intern ganz schnell beschlossen, okay, wir nehmen alle unsere Ressourcen und setzen die halt auf das neue Produkt oder auf das neue Projekt Flatcurve, um dort dann einfach zu sagen, ja, momentan, wenn wir eh keinen aktuellen Vertrieb machen können, dann unterstützen wir wenigstens. Ja, und so ist es gesehen, also es ist eine gesamte Teamleistung gewesen. Es waren 5 Wochen, 30 Leute, die ad hoc von heute auf morgen quasi was ganz Neues auf den Boden gestampft haben. Das klingt recht mutig. Was kann die App denn oder was soll sie denn können, wenn sie fertig ist? Genau, alle sprechen immer über das Tracking und Tracing und wir haben gesagt, ja, es ist nicht unser Themengebiet. Also da wollten wir keinen Fuß rein wagen. Wir haben eine Funktion, wo man sich untereinander, aber wir nennen es Netzwerk, aufbauen kann, um Leute proaktiv zu informieren. Also wenn ich in Quarantäne bin oder wenn ich halt an Corona erkrankt bin und wir uns beispielsweise ja getroffen haben und verknüpfen möchten oder einfach, weil wir uns mögen und sagen, komm, wir bleiben vielleicht in einem Austausch, kann man sich verknüpfen. Aber eigentlich ist der Sinn und Zweck des Ganzen zu sagen, okay, wie können wir halt die Kommune entlasten und dem Bürger ja eine gewisse Art von Sicherheit mitgeben. Also es war immer die Frage, bin ich an Corona erkrankt, muss ich mich testen lassen? Und auf der anderen Seite ist es dadurch entstanden, dass die Bürger immer mit der Kommune in Kontakt treten wollen, also wahllos an den Hotlines angerufen haben und die Kommunen gar keine Chance hatten, eigentlich die wichtigen Fälle zu behandeln. Und dann haben wir gesagt, ja, dem widmen wir uns. Also es gibt zuerst so einen Fragebogen, den man einmal selbst durchgehen kann und bekommt dann als Bürger in Ampelfarben dargestellt, wie wahrscheinlich ist es, dass ich an Corona erkrankt bin. Also da richten wir uns an den Informationen vom RKI aus, vom WHO. Auch die Charité hat halt ein ähnliches im Angebot. Wir gehen dann aber weiter und sagen, okay, wir haben halt eine kleine Intelligenz in dem Hintergrund programmiert, die auf Basis der Daten, die der Bürger eingegeben hat in den Fragebogen, eine Vorauswertung macht, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich wirklich erkrankt bin? Also nicht nur in Ampelfarben, sondern mal eine Prozentzahl zugeteilt bekommt. Und damit kann sich dann der Bürger ins digitale Wartezimmer setzen und auf der anderen Seite können dann städtische Mitarbeiter, Gesundheitsamtmitarbeiter, medizinisches Personal ebenfalls auf die Plattform begeben und die Bürger in der Reihenfolge nach ihrer Wahrscheinlichkeit der Erkrankung, also nach der Dringlichkeit der Behandlung, in einen Videochat locken und dort mit denen halt die Fragen durchgehen, die sie normalerweise an der Hotline stellen und halt noch eine visuelle Begutachtung des Bürgers vornehmen. Genau, und damit können wir den Bürger auf der einen Seite ein bisschen mehr Sicherheit gewähren. Also einmal hat er vielleicht direkt ein grünes, ja, ein Fragebogen, wo dann ein grünes Ergebnis als Stände am Ende bekommt. Und wenn er dann aber ins Wartezimmer kommt, sieht er direkt eine Person. Also er hat einen echten menschlichen Kontakt und kann dort viel besser dann eingeschätzt werden durch das medizinische Personal. Sollte es dann so sein, dass jemand in Corona erkrankt ist, dann hat er eine tägliche Informationspflicht gegenüber des Gesundheitsamtes. Und auch das können wir jetzt digital abbilden, dass man quasi
einen täglichen Fragebogen ausfüllt, der auch angepasst werden kann durch die Kommunen. Also es muss nicht standardisiert sein, es kann durch die Kommunen geregelt und angepasst werden. Und diese Daten werden direkt ans Gesundheitsamt gespielt. Und da ist es dann so, wenn das Gesundheitsamt die Notwendigkeit verspürt, dann doch nochmal in den persönlichen Austausch mit dem Bürger zu treten, kann auch dann wieder ein Videochat eingeleitet werden, um den Bürger halt wieder visuell ansprechen zu können und in den Austausch zu gehen. Das klingt alles ziemlich gut. Ich frage mich jetzt gerade, können die Kommunen das auch und die Gesundheitsämter? Oder läuft man dann ein bisschen in so eine Richtung wie bei den Schulen, wo man ja auch schöne Konzepte sich überlegt hat und dann aber feststellt, naja, das mit der Lernplattform klappt jetzt aber nicht unbedingt an der entsprechenden Schule. Habt ihr euch da erkundigt bei Kommunen, die sowas auch anbieten können? Genau, wir sind in einem super frühen Austausch mit unserer Plattform. Also wir haben die erste Entwicklung gemacht, aber wie schon gesagt, wir sind ein gewisses Risiko eingegangen, 4-5 Wochen Entwicklung zur Arbeit, bis wir einen guten Proof of Concept, einen guten Prototypen hatten, eine gute erste Version hatten, sagen wir mal so. Dann sind wir direkt in den Austausch gegangen. Einmal, wir sind Gelsenkirchener, sind dann mit der Stadt in Gelsenkirchen in Kontakt getreten, aber auch mit weiteren innovativen Kreisen und Kommunen, die wir kennen. Und den Rhein-Kreis Neuss haben wir direkt als ersten Pilotpartner gewinnen können, die es auch aktiv einsetzen werden. Und genau, mit dem Rhein-Kreis Neuss zusammen, dort mit den Beauftragten vom Gesundheitsamt, von den Digitalisierungsabteilungen, haben wir das Ganze so rund gemacht, dass es auch wirklich verständlich ist für den Gesundheitsamt-Mitarbeiter. Also es sieht auf der Mitarbeiterseite nicht wunderbar schön aus. Also da geht es nicht um bunte Grafiken oder ähnliches, sondern es geht wirklich um Funktionalität. Wie kann ich Fälle schnell behandeln? Informationen präsent darstellen, so dass man halt eine wirklich einfache Software hat, mit der gearbeitet werden kann. Und wir sehen, das Interesse daran steigt gerade weiter. Also die Fallzahlen sinken glücklicherweise, das ist erstmal positiv zu sehen. Aber das Interesse an so einer Softwarelösung steigt weiter, weil man jetzt gerade auch wieder ein bisschen Zeit hat, ein bisschen Luft zum Atmen hat bei den Gesundheitsämtern, bei den Kommunen, um sich dann halt auf neue Softwarelösungen auch einstellen zu können. Ihr seid jetzt erstmal fokussiert auf NRW, nehme ich an. Du hast ja auch schon die lokale Verankerung angesprochen. Das macht jetzt in dieser Entwicklungsphase vermutlich auch viel Sinn. Im Prinzip wäre sowas aber auch übertragbar auf andere Bundesländer. Ja, komplett. Also genau, wir sind, wie du schon sagst, wir sind in NRW verankert und sind deshalb dort gestartet. Aber nichtsdestotrotz sprechen wir auch überregional. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, muss ich gestehen. Aber mit etwas über 20 Kommunen, die zumindest daran interessiert sind, die dann auch nicht mehr nur noch in NRW liegen. Ja, es ist die große Zeit der Corona-Apps, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und mich würde jetzt noch mal eine Einschätzung von deiner Seite als Datensicherheitsexperte interessieren. Was hältst du denn von der Diskussion um die Tracing-App, die von der Bundesregierung angeschoben wird und die jetzt im Juni offenbar ja auch fertig wird? Kannst du da aus deiner Perspektive vielleicht kurz sagen, wie du den Prozess beurteilst? Hast du dir vielleicht auch den Quellcode angeschaut als Teil der interessierten Fachöffentlichkeit? Ist das was ihr verfolgt oder sagt ihr, nee, wir konzentrieren uns nur auf unser eigenes Produkt? Nee, natürlich verfolgen wir das Ganze mit Spannung, also kann man wirklich sagen mit Spannung. Den Quellcode haben wir uns bisher noch nicht angeguckt, sondern eher die Konzepte dahinter, die dahinter liegen. Und genau, es gibt 2-3 Sachen, die ich persönlich sehr kritisch betrachte bei dem ganzen Thema. Also genau, erstmal muss man sich fragen, wie groß ist die Wirkung davon am Ende? Also das mal jetzt mal wirklich ganz objektiv mal die Frage gestellt, so bringt es überhaupt was? Ich glaube, nach aktuellem Erkenntnisstand wird es nicht viel bringen. Bluetooth war niemals dafür ausgelegt, sowas zu machen. Und ich glaube, mit Verlaub zu sagen, es könnte man sich wahrscheinlich sparen. Auf der anderen Seite finde ich die Handhabung der Bundesregierung interessant. Alle Länder, überspitzt gesagt, fokussieren sich darauf, solche agilen Themen in Richtung Startups, junge, innovative Unternehmen, die sich auch damit behaupten und beweisen können, und die vielleicht nochmal so ein Quäntchen Innovation mit reinbringen würden, zu vergeben. Genau, die Bundesregierung vergibt es quasi an die 2 größten Unternehmen in Deutschland. Das ist schon mal ein sehr spannender Ansatz. Man muss zu positive halten. SAP und Telekom haben sich besser geschlagen, als man es zu Beginn vermutet hat. Also das mal Lob in die Richtung. Genau, auf der anderen Seite finde ich eigentlich die ganze Entwicklung viel, viel bedenklicher. Also die Frage ist halt, Tracing und Tracking, was auf einmal dargelegt wird und was auf einmal implementiert wird,
was aber nicht durch die Bundesregierung, das muss man immer wieder sehen, nicht durch die Bundesregierung getrieben ist. Apple und Google geben vor, wie das Ganze stattfindet. Apple und Google geben vor, wie viele Apps es pro Land gibt. Und das ist meiner Meinung nach eine der größten Bedenklichkeiten. Also es wird halt ein Tracing und Tracking in der Bevölkerung etabliert, wovon wir nicht wissen, ob es überhaupt irgendeinen Nutzen hat, aber wieder gesteuert durch die amerikanischen Großkonzerne. Natürlich bedienen die Plattform, die stecken überall bei uns in den Hosentaschen, aber das finde ich ist so eher der bedenkliche Hintergrund davon. Zum Konzept allgemein aus technischer Sicht erstmal ja, lobenswert, dass man sich dafür entschieden hat, die Daten halt dezentral zu speichern, eine starke Verschlüsselung aufgebaut wird in dem Konzept. Genau, die Frage ist am Ende des Tages, wie könnte es missbraucht werden? Ist die Implementierung genauso gut, wie das Konzept es vorgibt? Das sind die Fragen, die sich bei jeder Software stellt. Von daher auch nochmal vielleicht lobenswert zu erwähnen, es ist ein Open-Source-Projekt. Ja, wir selbst haben es noch nicht reingeguckt. Andere Sicherheitsexperten machen es hoffentlich, die Zeit dafür haben, um dann auch entweder ein positives Urteil zu fällen und wenn sie ein negatives Urteil fällen, dann auch bitte die Verbesserungsvorschläge direkt mit einreichen, weil das ist ja das Charmante an Open-Source-Software. Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr interessante Perspektive, die so nicht permanent zumindest in den Zeitungsartikeln und Berichten dazu diskutiert wird. Es ist sicher sehr spannend zu sehen, inwiefern diese aus der Pandemie heraus abgeleitete Digitalisierungsdynamik, die da reinkommt, sich dann weiterentwickeln wird. Und ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, dass man da auch dann ein bisschen über den Tellerrand rausschaut und auch dahinter fragt, was für eine Art von Konstruktion implementiere ich denn da? Ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Du hast es eben auch gerade angesprochen mit dem Hinweis, eigentlich ist das ein Thema für junge, agile Unternehmen, für Startups, aber es machen dann die beiden Großen, die vielleicht auch sowas wie Innovationsabteilungen unterhalten, wo sie das dann vielleicht hindelegieren. Das muss man dann sehen, wie der Effekt am Ende sein wird. Mich würde nochmal interessieren, wie nimmst du denn die Aktivitäten der Politik wahr, die sich ja in der Krise um ganz viele Gruppen kümmern muss, natürlich auch die Wirtschaft. Und da gibt es auch immer wieder die Frage nach den Startups. Also könnt ihr dazu was sagen? Wie nehmt ihr das wahr? Seid ihr da gut aufgehoben? Wird auf euch gehört? Oder müsst ihr sehr, sehr viel Wind machen, damit ihr dann von der Politik auch wahrgenommen werdet? Das ist eine meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr kritische Frage. Es schlagen auch ganz klar zwei Herzen in mir. Also klar, die Startup-Szene muss gerettet werden, halt allein um den Innovationscharakter zu erhalten. Natürlich sind Startups darauf hinaus ausgelegt oder häufig ausgelegt, ein schnelles, starkes Wachstum hinzulegen, was halt rote Zahlen bedeutet. Und da sieht es dann immer kritisch aus im Vergleich zu anderen Unternehmen, die gerettet werden oder der Gastronom, der es vielleicht nicht wird oder der Bäcker, der es nicht wird. Also das finde ich ganz klar, das ist kritisch zu betrachten, meiner Meinung nach. Also obwohl wir selbst in dem Bereich tätig sind. Auf der anderen Seite musste viel Lärm gemacht werden, bis die Bundesregierung sich wirklich bewegt hat am Ende des Tages. Also es war nicht eine der ersten Entscheidungen. Und auch wie es umgesetzt war, könnte man drüber streiten. Also es wird halt nicht direkt an die Startups gegeben. Man konnte halt als Startup Soforthilfe in NRW beispielsweise beantragen. Das war gut, auch wenn es unter Umständen nur Tropfen auf dem heißen Stein war. Aber auch mit dem Matching-Fonds beispielsweise, der jetzt ausgeliefert wird, werden ja die Investoren befeuert. Und man muss halt überlegen, wie kriegt man Gelder umgelegt. Investoren sind eine Schnittstelle zu den Startups. Aber damit hat die Bundesregierung das Ganze auch wieder ein bisschen aus der Hand gegeben. Also dabei wird nicht zwangsläufig das Startup unterstützt in dem Sinne, sondern häufig gucken halt, dass Investoren halt ihre Fonds gegebenenfalls aufbessern. Auch wenn es für diese halt nicht komplett positiv sind. Also wie gesagt, ich finde, Innovation muss erhalten bleiben, aber gerade in der Startup-Szene ist es halt eine Herausforderung. Also es gibt nicht so viele Experten, die heute beurteilen können, wie innovativ ist ein Startup, wie lange bleibt es auf dem Markt, hat es vorher halt schon das Potenzial gehabt zu überleben oder retten wir jetzt gerade was eh kaputt gegangen wäre. Das sind ja alles die Fragen, die man sich zumindest bei den jungen Unternehmen stellen muss. Und ich bin froh, muss ich ganz klar sagen, dass wir als Unternehmen von den Soforthilfen profitieren konnten hier in NRW, dass wir es halt beantragen konnten, dass beispielsweise auch mit Kurzarbeit funktioniert, dass wir die Leute, die halt wirklich nicht arbeiten konnten, in Kurzarbeit schicken konnten, dass das Ganze funktioniert. Also da bin ich wirklich froh drüber. Und wie das Ganze jetzt mit dem 2-Milliarden-Fonds, mit dem Matching-Fonds über die KfW-Credit laufen wird und wie gut das ankommt, wird man dann erst am Ende des Jahres sehen, wenn dann die Investitionen getätigt wurden oder eben nicht.
Vielen Dank. Ja, dass wir mal über Kurzarbeit in Startups reden, das hätten wir vor wenigen Monaten auch nicht gedacht. Interessant, wo die Wege dann hinführen. Ich danke dir sehr für das Gespräch und wünsche weiterhin viel Erfolg bei den Neuentwicklungen. Ganz lieben Dank, Christoph. Ganz lieben Dank für die Einladung. Und ich wünsche dir ebenfalls noch einen schönen Tag. Danke. Bei dem Einsatz von Corona-Tracing-Apps hängt Deutschland digital hinterher. Wieder einmal. Während in Ländern wie Südkorea, der Schweiz oder Frankreich solche Apps gegen die Corona-Pandemie bereits im Einsatz sind, dauert es hierzulande länger. Der Plan der Bundesregierung, bereits Mitte April eine solche App auf den Markt zu bringen, war nicht zu halten. Liegt das an der deutschen Gründlichkeit oder an einer übertriebenen Fixierung auf den Datenschutz? Eine heftig geführte Diskussion über die Art und Weise der Speicherung der erhobenen Daten sowie ein Kurswechsel der Bundesregierung vom zunächst favorisierten zentralen Ansatz zu einer dezentralen Lösung führten ebenso wie Unsicherheiten bei der Zuständigkeit zu zeitlichen Verzögerungen. Die schlichte Übernahme von Konzepten aus anderen Ländern kommt bereits aus Datenschutzgründen nicht in Betracht. Nach jetzigem Stand könnte eine rechtssichere Abgestaltung noch an einem zweiten Knackpunkt scheitern, welcher in der Debatte bisher wenig präsent war: die Freiwilligkeit der Nutzung. Alle bisher diskutierten technischen Varianten setzen auf die Einwilligung der Nutzerinnen und Nutzer als Voraussetzung für die Datenerhebung und die Datenverarbeitung durch die Apps. Denn nur dann ist nach der maßgeblichen Datenschutzgrundverordnung eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage nicht mehr erforderlich. Eine solche Einwilligung ist aber nur wirksam, wenn sie freiwillig erfolgt, also ohne Druck und Zwang erklärt wird. Neben rechtlichen Verpflichtungen sind auch tatsächliche Umstände bei der Bewertung der Freiwilligkeit zu berücksichtigen. Bereits bei einem asymmetrischen Machtverhältnis der Beteiligten kann die Freiwilligkeit zu verneinen sein, zum Beispiel im Verhältnis von Staat und Bürgerinnen und Bürgern oder zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberinnen. Sozialer Druck kann durch den Eindruck entstehen, dass viele Politikerinnen und Politiker das Konzept einer App öffentlich unterstützen. Die App funktioniert auch nur, wenn die Mehrheit der Bevölkerung sie tatsächlich nutzt. Eine Breitenwirkung ist also zwingende Voraussetzung für den Erfolg. Deshalb muss sich die Bundesregierung auch dieser Verantwortung stellen. Es braucht ein Begleitgesetz, welches die Datenverarbeitung konkret regelt, die Rolle von Großkonzernen wie Google und Apple transparent macht und einen Missbrauch und Zweckentfremdung der App durch öffentliche Stellen und Private sanktioniert. Nur dann erscheint eine freie Einwilligung und eine im Ergebnis rechtssichere Konzeption dieser App tatsächlich möglich. Eine solche gesetzliche Grundlage, entweder in Form einer Ermächtigungsgrundlage des Staates oder als Absicherung der tatsächlichen Voraussetzungen einer Einwilligung, ist deshalb unumgänglich. Für den neuen Zeitplan der Bundesregierung, eine App im Juni an den Start zu bringen, muss dies kein Hindernis sein. Während der Finanzkrise 2008 lagen zwischen der ersten Lesung und der abschließenden Beratung im Bundesrat zum Finanzmarktstabilisierungsgesetz nur 3 Tage. Es kann also schnell gehen. Ja, ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu unserem kurzen Einblick in die Forschung des Meinungsmonitors Künstliche Intelligenz, kurz MemoKI. Heute geht es um das Thema KI im Kampf gegen Corona und was die Bevölkerung eigentlich darüber denkt. Mein Name ist Pero Dosenovic und ich werde Sie jetzt die nächsten 10 Minuten ein wenig durch unsere ersten Ergebnisse führen. Der MemoKI selbst ist ein Instrument, mit dem wir die Meinung, die veröffentlichte und die veröffentlichte Meinung zu künstlicher Intelligenz messen. Künstliche Intelligenz als solche ist eine Technologie, die das 21. Jahrhundert maßgeblich prägen wird und bereits heute in verschiedenen Bereichen, also bei Ihnen zu Hause oder auf der Arbeit, bereits Einzug gehalten hat. Zum Beispiel, wenn Sie von Video-on-Demand-Anbietern Filme vorgeschlagen bekommen, dann sind diese basierend auf einer KI. Damit diesen verschiedenen Anwendungen nicht nur positive Konsequenzen verbunden sind, sondern auch soziale, ethische und rechtliche Fragen aufgeworfen werden, legen insbesondere die Europäische Union und die Bundesregierung großen Wert auf eine Orientierung am Menschen. Nehmen wir ein Beispiel aus dem medizinischen Bereich. Sehen wir zum Beispiel, wenn Arztpraxen und Krankenhäuser vermehrt Entscheidungen treffen, die auf KI-Informationen oder Empfehlungen basieren,
dass das auch bedeutet, dass bestimmte gesundheitsrelevante Daten in großen Mengen zur Verfügung stehen müssen und anders verwendet werden als ursprünglich geplant. Oder dass sich das Zustandekommen von Diagnosen und Therapievorschlägen einfach grundlegend verändert. Interessant ist dabei, welche Wünsche, Sorgen oder Bedürfnisse der Bevölkerung es gibt und wie diese bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz berücksichtigt werden können. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der Heinrich-Heine-Universität untersuche ich daher, wie die Gesellschaft über künstliche Intelligenz denkt und worüber die Medien eigentlich berichten, wenn sie KI thematisieren. Der Memo KI schaut sich dies aber nicht nur allgemein für die KI an, sondern nimmt auch aktuelle Situationen besonders unter die Lupe. So zum Beispiel momentan die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft. In anderen Vorträgen und Gesprächen heute haben Sie bereits vielfach einen Eindruck davon bekommen können, wie Corona mit Digitalisierung im Zusammenhang steht. Aber welche Rolle spielt künstliche Intelligenz eigentlich als digitale Technologie dabei, insbesondere wenn es um die Eindämmung des Virus geht? Wagt man einen Blick in die Welt, so findet man bereits heute einige Anwendungsbeispiele, in denen künstliche Intelligenz zur Bewältigung der Corona-Pandemie eingesetzt wird. Darüber hinaus gibt es noch einige andere Beispiele, die in Entwicklung sind und die in Bälde zum Einsatz kommen können. So ist es zum Beispiel so, dass an verschiedenen Orten künstliche Intelligenz dabei hilft, das Virus zu entschlüsseln, Bedingungen für Wirkstoffe zu modellieren und große Datenbestände auf Wirkstoffe zu durchforsten, die diesen Bedingungen am ehesten entsprechen. Menschen würden dafür einfach viel länger brauchen. Darüber hinaus war es auch eine künstliche Intelligenz namens Blue Dot, die den Ausbruch der Pandemie vor allen anderen erkannt hat und sogar recht gut prognostizieren konnte, wie und wo sich das Virus weiter verbreiten würde. Und schließlich gibt es auch im Umgang mit Patienten, spielt KI eine Rolle. Beispielsweise werden in Israel Patientinnen und Patienten in Hochrisikogruppen eingeteilt und können dann gezielter Behandlungen und Testungen zugeschrieben bekommen. Diese Liste ließe sich jetzt noch viel weiter fortführen. Und obwohl viele der Anwendungen in Deutschland so noch nicht im Einsatz sind, zeigen die Beispiele, dass der Einsatz von KI im Kampf gegen Corona nicht unbedingt nur etwas mit uns fernen Wertesystemen zu tun haben, wie wir das vielleicht von China vermuten würden. Auch die recht hohen Zustimmungswerte zum Einsatz einer Tracing-App weisen bereits heute darauf hin, dass in der Bevölkerung eine Offenheit neuen Maßnahmen gegenüber vorliegt. All das hat uns dazu bewogen, Bürgerinnen und Bürger um ihre Meinung zu bitten und im Rahmen einer bevölkerungsrepräsentativen Frage zu beantworten, wie Deutschland eigentlich dazu steht, wenn künstliche Intelligenz auf unterschiedliche Weise im Kampf gegen das Coronavirus eingesetzt wird. Schauen wir uns zunächst einmal an, wie der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen grundsätzlich bewertet wird. Wir sehen in unseren Daten, dass ein gutes Drittel der Befragten diesem Einsatz sehr offen gegenübersteht. Zum Vergleich, ein KI-Einsatz in der industriellen Produktion befürworten fast 70%, im Verkehr sind es 46%, bei Gericht oder in der Politik sind die Zustimmungsquoten nur im einstelligen Bereich. Daraus können wir schließen, dass KI in der Medizin keineswegs einen Freifahrtschein bekommt. Vielmehr ist zu sehen, dass ein gutes Drittel sich nicht klar positioniert. Und ebenso vielfältig wie die Einsatzmöglichkeiten der KI in der Medizin sind, scheint auch die Bevölkerung in ihrem Urteil zu differenzieren. Es gibt also keinen grundlegenden Optimismus hinsichtlich KI in der Medizin. Aber wenn es um eine ganz konkrete Pandemie geht oder um die Bewältigung dieser Pandemie, dann könnte das anders sein. Deswegen haben wir auch gefragt, wie das eben ganz spezifisch bei diesen, spezifischen KI-Technologien im Kampf gegen Corona aussieht. Wir sehen, dass bis auf drei Maßnahmen eine durchweg höhere Zustimmung als bei der allgemeinen Medizinfrage vorliegt. Sie sehen diesen Wert als blaue Linie einmal eingeblendet in der Grafik. Insbesondere der Einsatz in der Forschung findet große Zustimmung. Das Suchen nach Wirkstoffen, das Erkennen des Ausbruchs oder die Verbreitung des Virus wird von einer großen Mehrheit befürwortet und es gibt nur wenig Ablehnung dagegen. Anders sieht das aus, wenn es um Maßnahmen wie die Berechnung der Überlebenschancen sowie den Einsatz von KI für die Behandlungsreihenfolge im Krankenhaus, das sogenannte Triage-System, geht. Dort gibt es immerhin noch jede vierte bzw. fünfte befragte Person, die das gut findet. Betrachtet man die Reichweite, die ein solcher Einsatz hätte, sind diese zwar niedrigeren, aber keineswegs kleinen Zustimmungswerte doch bemerkenswert.
Der KI würde in diesem Fall immerhin eine nicht ganz unerhebliche Rolle bei der Entscheidung über Leben und Tod bekommen. Ähnlich interessant sind auch die Zustimmungs- bzw. Ablehnungswerte von Kontrollmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Obwohl in anderen Studien bereits gezeigt werden konnte, dass in Deutschland europaweit mit das höchste Bewusstsein für Datenschutzproblematiken vorliegt, scheinen diese Bedenken für einen recht großen Teil momentan einfach nicht mehr so relevant zu sein oder einfach eine untergeordnete Rolle zu spielen. Das deuten übrigens auch die hohen Zustimmungswerte für die Tracing-App an, da auch dort die Datenschutzproblematik eigentlich, ja, recht schnell eigentlich aktiviert werden sollte. In unserer Studie befürworten immerhin 41% eine KI-gestützte Kontrolle der Eindämmungsmaßnahmen. Nur 28% lehnen diese ab. Ob dem Menschen dabei bewusst ist, was eine solche Anwendung alles tun würde, ist an dieser Stelle völlig unklar. Es wäre also viel zu voreilig, wenn man jetzt sagt, die Menschen befürworten eine stärkere Kameraüberwachung in der Öffentlichkeit. Und dennoch scheint es zumindest eine größere Bereitschaft zu geben, darüber nachzudenken oder solche Einschränkungen vielleicht eher hinzunehmen in solchen Notlagen. Wir haben aus diesen Ergebnissen drei zentrale Annahmen formuliert, die ich Ihnen einmal kurz vorstellen würde. Die erste ist, je näher KI-Systeme an den Menschen heranreichen, desto niedriger ist die Zustimmung für eine solche Verwendung von KI. Also wenn wir sehen, dass die Befragten eher Maßnahmen in der Forschung oder die das Kollektiv betreffen, akzeptieren, sehen wir auch, dass Maßnahmen, die individuellere Auswirkungen haben, beispielsweise über das Überleben des Einzelnen entscheiden, viel weniger Rückhalt in der Gesellschaft haben. Eine andere Interpretation könnte natürlich auch sein, dass diese Entscheidung über Leben und Tod viel deutlicher ist beim Triage-System oder der Berechnung von Überlebenschancen. Und dennoch würde ich sagen, dass diese Abstufung dort nicht unplausibel erscheint. Die zweite Beobachtung ist, dass in Notlagen Menschen eher dazu bereit sind, den Einsatz von Technologien zu akzeptieren, die sie ansonsten in einem bestimmten Bereich eher nicht wünschenswert finden. Diese Beobachtung machen wir insbesondere im Vergleich zur allgemeinen Beurteilung des Einsatzes von KI im Gesundheitswesen. Viele der in Bezug zu Corona betrachteten Maßnahmen erfahren eine größere Zustimmung als der allgemeine KI-Einsatz in der Medizin. Je deutlicher der Nutzen kommuniziert wird und je größer die Notlage erscheint als allgemein im Alltag, desto größer scheint also auch die Akzeptanz für Technologien zu sein, die man sonst eben nicht nur mit positiven Aspekten assoziiert. Und schließlich die dritte Beobachtung, in Notlagen sind Menschen eher bereit, sich einzuschränken und größere Einschnitte in ihrem Leben zu akzeptieren. Diese dritte Beobachtung fügt sich hervorragend in die Reihe ein, denn nicht nur der Nutzen scheint besser kommuniziert zu sein, auch Einschränkungen, die einzelnen Maßnahmen bedeuten, werden eher akzeptiert. Bei der Kontrolle der Eindämmungsmaßnahmen war das relativ offensichtlich, worum es da geht. Aber auch bei anderen Maßnahmen ist ein Eingriff in die Privatsphäre oder in vorhandene Daten sehr weitreichend, der vielleicht eben nicht direkt top of the mind ist. Um den Ausbruch einer Pandemie zu erkennen oder die Verbreitung des Virus vorherzusagen, werden weit mehr Daten beispielsweise benötigt, als im ersten Moment offensichtlich ist. Wenn Blue Dot beispielsweise sehr gut vorhersagen konnte, wie sich der Virus eigentlich verbreiten wird und wo Virusherde entstehen werden, so haben sie Bewegungsdaten und Social-Media-Kommunikation dazu genutzt, um zu diesen Erkenntnissen zu kommen. Stellt sich also die Frage, ob allen Bürgerinnen und Bürgern die Verwendung dieser Daten wirklich recht und bewusst ist oder aber ob fehlende Informationen zu einer höheren Zustimmung führen würden. Was mich zum Abschluss des kleinen Vortrags führt, nämlich den Fragen, die sich an unsere Ergebnisse anschließen könnten. Inwiefern erfolgen solche Meinungsäußerungen eigentlich im Bewusstsein aller Vor- und Nachteile sowie im Bewusstsein der Funktionsweise und Bedingungen für eine gut funktionierende KI? Wir wissen, dass bei spontan geäußerten Meinungen häufig Heuristiken zum Tragen kommen. Aber inwiefern könnten Informationen über die Verfahren die Zustimmungswerte relativieren? Und wie weit geht diese Relativierung eigentlich? Darüber hinaus, welche persönlichen und situationsbedingten Eigenschaften sind eigentlich maßgeblich dafür verantwortlich, ob ich etwas befürworte oder ablehne? Wie ist es zum Beispiel mit der persönlichen Betroffenheit? Bin ich dann eher bereit oder abgeneigt, KI im Kampf gegen Corona zu vertrauen? Wenn ich zum Beispiel Hochrisikopatient wäre, wie ist es dann?
Welche längerfristigen Folgen kann ein solches Meinungsbild in der Bevölkerung für die zukünftige Entwicklung und Gestaltung von KI im Allgemeinen und im medizinischen Bereich insbesondere haben? Wie ist es beispielsweise mit der Einführung teurer Technologien? Und inwiefern ist es dann vertretbar, dass diese nur in bestimmten Notlagen zum Einsatz kommen? Oder erhält KI über solche Situationen eine dauerhafte Chance, ins System zu kommen, quasi über die Hintertür? Das war ein kurzer Einblick in die ersten Ergebnisse und Sie sehen, es gibt noch ganz viele Fragen, die man in Zukunft bearbeiten kann. Vielleicht haben auch Sie noch weitere Ideen, Fragen oder Anmerkungen, die wir gemeinsam diskutieren können. Es würde unser Team von Memo KI und das ganze KAIS sehr freuen, wenn Sie uns um 15 Uhr beim offenen Zoom-Call über Ihre Anregungen und unsere Inhalte, also wenn wir uns darüber nochmal austauschen können. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch viel Spaß beim weiteren Programm und danke für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen und Kommentare zu den Themen des Moduls haben, dann schalten Sie sich ein. Das können Sie über das Tool Mentimeter. Sie sehen gleich einen Code eingeblendet, den Sie einfach auf der Website mentimeter.com eingeben. Dann kommen Sie auf eine Seite, auf der Sie Ihre Fragen zum Thema Daten-Apps, KI und Corona stellen können. Diese werden dann aber etwa 15 Uhr in einem Live-Gespräch zum digitalen Alltag in der Corona-Krise gemeinsam mit Ihnen diskutiert. Die Zugangsdaten für das Live-Gespräch finden Sie unter der eingeblendeten Adresse oder auf der Website kais.nrw. Wir hatten kurz überlegt, die Abmoderation einer künstlichen Intelligenz zu überlassen, aber uns dann doch dagegen entschieden. Ich denke, wir haben viele Beispiele gesehen, die zeigen, dass unser Alltag zunehmend verdatet wird. Vieles davon hilft uns durch die Krise, einiges wird uns dauerhaft begleiten. Aber an manchen Stellen gibt es neue Herausforderungen und die müssen beobachtet werden. An mehreren Stellen haben wir in unseren Gesprächen gesehen, dass gerade dem Schul- und Bildungsbereich in der Corona-Situation große Aufmerksamkeit zuteil geworden ist. Dementsprechend haben wir diesen Fragen ein eigenes Modul gewidmet, mit dem es nun weitergehen wird. Josephine Schmidt, übernehmen Sie.